Frauen sind grundsätzlich nicht dazu in der Lage, einen Mann so zu lieben, wie es Männer von ihnen erwarten. Frauen sind lieber mit einem hochwertigen Mann zusammen, der fremd geht, als mit einem treuen Verlierer. Nichts ist für eine Frau so angsteinflößend und erregend zugleich, wie ein Mann, der sich seines Wertes für Frauen bewusst ist. Frauen werden dir bis zum Geht nicht mehr vorheulen, einen Mr. Zuverlässig haben zu wollen, steigen aber bei der nächsten Gelegenheit mit Mr. Aufregend ins Bett. Das wichtigste Talent, das ein Mann in einer Beziehung entwickeln kann, ist es, die Vorstellungskraft der Frau zu stimulieren. Qualitätsfrauen gibt es nicht. Klar, manche sind besser als andere, aber die perfekte Frau findet man nicht, sondern man macht sie. Sogenannte gute Mädchen sind einfach nur Mädchen, die noch nicht erwischt wurden. Der Mann, der die Spielchen einer Frau so selbstbewusst durchschaut, dass sie seiner würdig sein muss und nicht umgekehrt, das ist der Mann, um den sie kämpfen wird. Man kann Frauen nichts vorschreiben, sie müssen zu ihrer Schlussfolgerung geführt werden und glauben, dass sie selbst drauf gekommen sind, vorzugsweise durch ihre eingebildete weibliche Intuition. Frauen erfreuen sich mehr an der bloßen Kommunikation als an der Information, die während dieser transportiert wird. Sexualität ist eine spontane chemische Reaktion zwischen zwei Parteien, kein Verhandlungsprozess. Erst kommt der Sex, dann die Beziehung, nicht andersherum. Ziehe niemals mit einer Frau zusammen, mit der du nicht verheiratet bist oder die du nicht innerhalb von 6 Monaten zu heiraten gedenkst. Männer glauben, dass Liebe um ihrer selbst willen wichtig ist. Frauen hingegen lieben opportunistisch. Du bist nicht Alpha, weil du große Leistungen erbracht hast. Du hast große Leistungen erbracht, weil du Alpha bist. Wenn Frauen tratschen, handelt es sich um eine emotionale Form der Kommunikation, deren Zweck es ist, einen potenziellen sexuellen Konkurrenten zu disqualifizieren.